Ich glaube, dazu brauchst du auch eigentlich kein richtiges Intro, ne? So Search Discard, da weiß ich nicht, ich glaube, das baller ich nur so durch, ey. Was geht ab, meine Freunde? Euer Genievolt 3 am Start. Heute haben wir ein Search und Discard. Letztes Video kam bei euch eigentlich sehr, sehr, sehr geil an. Ich habe das letzte Mal mit Tristan gemacht und heute mache ich es natürlich wieder mit Tristan. Mit wem denn sonst? Also bevor wir jetzt hier anfangen, hier die ganzen Karten wegzusnipen, da Tristan sich vorstellt, wir nehmen bei mir einmal eine Spezialfolge TOTS auf. Ihr seht das ja, ich habe ja da drei TOTS und ein paar Spezialkarten, einfach so, um das Bild zu verschönern. Und bei Tristan haben wir aufgenommen Search und Discard SPC-Karten. Richtig kranke Werte, die Karten. Also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Dauert nur 5 Minuten das Video. Und natürlich diese Glocke aktivieren und abonnieren bei Tristan. Liken. Ihr kennt das Prozedere und der Gast darf sich gerne mal vorstellen. Ja, guten Tag, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch großartig vorstellen soll. Aber ich habe gerade gehört, du nimmst das Wort Q-Glocke aktivieren. Ne? Ganz wichtig auf jeden Fall. Das Video, was wir bei mir aufgenommen haben, war schon mal richtig spannend. Also das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Checkt das auf jeden Fall ab. Und jetzt würde ich sagen, wird es nochmal richtig geil. Diese schönen blauen Karten, für die wir so viel geschwitzt und gearbeitet haben, die hauen wir jetzt einfach mal weg, würde ich sagen, oder? Genau. Der Gast darf beginnen. Okay, ich habe mir mal alle Positionen aufgeschrieben. Und ich weiß natürlich, welche Position dir am meisten wehtut. Und das ist der rechte Stürmer. Ja, das ist David Luiz SPC. Ja, Laie, also von daher stört mich. Okay. Sheet. So, ich würde nehmen den rechten Innenverteidiger. Guck mal, da hast du schon mal einen Innenverteidiger von Real Madrid getroffen. Er heißt Lienhardt und ist ein Silberspieler. Oh, Lienhardt. Lienhardt, was soll das? Tut mir leid, also nicht den Fernandes, also nicht den Nacho getroffen, aber wir gucken mal weiter und zwar nehme ich jetzt den Linksverteidiger. Den LV oder IV? Ich möchte gerne den LV, Linksverteidiger. LV. Okay, das ist Honeyman. Honigmann. Alter, was ist das denn für ein geiler Name, Alter? Das ist geil, ne? Der sieht auch wie so ein Honigmann, ey. Der ist so, ich weiß nicht, der sieht aus wie 12, der Typ. Honeyman, so, Honeyman ist weg. Und ich würde gerne den rechten Stürmer nehmen. Da hast du eine Goldkarte getroffen, aber keine, die mir wehtut. Es ist Holger Badstuber. Oh, der Holgi. Gute Alte. Guck mal, kriegst sogar 600 Münzen für, aber Holger hat keine Lust mehr, leider. Hatte keine Lust. Er hat keine Lust mehr. Deswegen nehme ich jetzt deinen linken ZOM. Meinen linken ZOM. Ist einmal Dirk Kuyt, Ende einer Ära, Leihspieler, weg. Ja. Okay. Nimm deinen rechten ZOM. Oh. Ja! Habt ihr das gerade gehört, wie langsam der eingedrungen ist bei Tristan? Richtig schön langsam. Wen haben wir denn? Willst du nicht noch ganz kurz die Position wechseln? Das ist nichts Gutes, was dir getroffen hast. Ja, dann sag mir einen anderen Torspieler, dann sag ich hier die andere Position. Oh, der Einzige, der hier natürlich am meisten wehtun kann. Nein! Balde, Diao. Ja. Null Münzen kriege ich dafür. Danke, EA, dafür und weg. Jetzt habe ich nicht mehr viel zu verlieren. Ich habe Wut im Bauch und Wut beim Schießen. Ich nehme deinen linken Stürmer. Kannst du gerne haben, ist Arturo Vidal, Leihspieler. Nee. Hast du die alle in die Defensive gequetscht, die Mongos? Bitte was? Nichts. So, ich nehme deinen rechten ZDM. Okay, das ist, wie heißt der gute Mann denn? Ich möchte ihn auch, der heißt Niane, kommt aus der zweiten französischen Liga, eine rote Bronzekarte. Oh, also shit. Es war mal eine rote Bronzekarte. Ja. Jetzt ist er leider weg und jetzt nehme ich deinen rechten Innenverteidiger. Meinen rechten Innenverteidiger? Bist du dir sicher? Das ist der erste Tots, der mich verlässt. Verrät. Verrät, ja. Von denen halte ich nichts. Ihr seht ja, so ein Spiel mit ihm gespielt. José Callejón. Gut, ich würde sagen, das schmeckt.
Ja, denn das Problem ist, ich kann den ja nicht mehr wieder kaufen. Ja, das ist ja einmalig, diese Karte gewesen. Ah, bei der Diao kann ich mir wieder kaufen, aber er war schon ziemlich teuer irgendwie, ne? Ja, der kostet, glaube ich, um die 150, wenn nicht 200 sogar. Gut, den werde ich wohl nicht wiedersehen. Ah, okay. So, linken ZOM würde ich nehmen. Den linken ZOM mit dem Klingeln will er meinen linken ZOM. Das ist MacName. Ja, MacName. MacName. Das war gerade deine PlayStation, die hat mir gerade verraten. MacName, bronzerote Karte ist weg. Bronzerote Karte ist weg, okay. Ich nehme deinen rechten ZDM. Meinen rechten. Oh, ich habe noch einen Stift im Mund. Meinen rechten ZDM ist einmal Gheorghe Jemmy oder sowas. Alter, ey, wie grenzt das ganz schön ein? Ja, so ist gut. So ist sehr gut. Den linken Sturm. Das ist Mullin. Ich dachte schon, ich dachte. Habe ich extra ein bisschen gewartet, damit du denkst, dass ich hier sterbe. Nee, ein roter Bronze in Form Mullin 64 Tempo war jetzt nichts Besonderes in meinem Leben. Tut mir leid, Mullin, wenn du Okay. das hörst. So. Ah. Rechter ZOM. Tut weh? Tut's weh? Tut's weh? Das ist mein russischer Panzer. Boom! Und jetzt fährt er leider in den Himmel. Der russische Panzer. Oh, Artem Chuba. Ich weiß nicht, der tut mir mehr weh als, weiß ich nicht, als irgendein anderer. Ich finde den so geil. Der kostet jetzt, ich weiß nicht, 40k, ey. Ist eure Herzverbindung, die euch zusammenhält. Ja, das ist die russische Magiekraft des Wodkas, weißt du? Musste traurige Musik einblenden und dann geht er. Ja. Ich nehme deinen linken Innenverteidiger. Und damit zerstörst du schon wieder KN. Nein, das gibt's doch nicht. Da haut er wieder meine Kuh raus. Er guckt zwar böse, Leute, aber er ist ein ganz lieber, also keine Sorge. Keine Angst haben. Alter, ich habe jetzt noch vier Karten. Zwei Tossen und zwei normale. Du hast jetzt noch zwei Tossen und zwei normale? Das ist doch nicht wahr. Oh, aber du hast jetzt noch. Ich nehme einen Torhüter. Bist du dir sicher? Oh, du hast so lange gewartet, um mich zu verunsichern, aber ich möchte den Torhüter nehmen. Das ist der Zacho. Nein, nein. Ey, jetzt kommt. Pass auf, jetzt kommt. Ich nehme den linken Verteidiger. Ja. Ja, ich habe eingetroffen. Das musste ja irgendwann kommen. Das Problem ist, dass du auch jetzt gerade so nach der Reihenfolge gehst. Du nimmst erst den Besten, dann den Zweitbesten. Das ist der gute Nacho Fernandes. Überragende Ja. Werte. Habe ich nicht so oft gespielt. Drei Spiele nur. Ja, Hätte ich vielleicht ein bisschen und im mehr SBS wertschätzen hast du den sollen. benutzt. Ja, und jetzt, Fernandes, war schön mit dir. Für null Münzen verkaufe ich die doch gerne. Boah, Spannung pur, ey. Beide haben noch drei Positionen. Aber ich weiß, wo deiner steht. Nämlich immer auf dem Rechtsverteidiger. No, God, please, no! 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 Da hast du recht. Da hast du recht, Ich das wusste ist es der doch. Pulisic. Jetzt hast du dich. Das war wirklich die Rache. Ich glaube, auch ein Alter. bisschen so für das Intro. Jetzt kannst du so ein Intro benutzen, wenn du bei mir abgestoßen hast. Gut, sind nicht viele, aber. Doppelte Rache, würde ich sagen. Woo! Alter, Pulisic ist weg. Nein! Wo stand deiner? Ja, der ZDM, der noch übrig war, aber es wäre auch nur Tosun gewesen. Okay. Ich habe jetzt den behalten, der mir am wenigsten am Herzen liegt. Also, ich hätte auch, ehrlich gesagt, ich hätte auch danach den rechten Verteidiger bei dir genommen. Da hättest du noch einen Real Madrid-Spieler getroffen, nämlich Vegros. Ja. Vegossen kriege ich ja, aber gut. Siehst du, ey. Zukunftsmusik. Shitty. So, meine Freunde, das war's. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Kohle wir jetzt gerade weggestoßen haben. Also gefüllt, ich weiß nicht, gefüllt bestimmt 400.000 Ja. gefüllt. Ne, das ist ja, das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil so eine Tots-Karte ist natürlich immer so heftig. Und bei SBC-Karten, davon will ich gar nicht reden, weil da waren so viele dabei wie Jovinko, der kostet auch allein 300.000, 400.000 und weiß was ich, wie viele Karten wir da noch SBC-Karten mit am Start hatten. Ich glaube, Ja. bei dir war wirklich eine teure Folge. Wenn du so alles zusammenrechnest, war, hatten wir Ja. auch 1 Million, wenn nicht mehr, ne? Easy, kein Problem. Ja, Aber das gut, was machen wir ist nicht alles für euch, ne? genau, es ist echt Wahnsinn.
Und ja, das war's von mir und auch von Tristan. Der Tristan, der hat gleich auch die Abschlussworte. Ich laber noch gleich noch ein bisschen mit euch. Ich muss es ja langziehen auf 10 Minuten. Nein, und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ihr wisst, wie ihr gehen sollt. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Zu Tristan vorbeischauen, die Euter richtig penetrieren. Liken, abonnieren, so soll's sein. Und ja, Tristan. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine schöne Rache für die letzten Folgen. Wir haben es ja schon mal aufgenommen. Da habe ich geblutet. Diesmal hast du ein bisschen geblutet. Hat tierisch viel Spaß gemacht. Check noch die andere Folge ab. Da war es auch echt heftig knapp. Und ich würde sagen, danke, dass ich dabei sein durfte. Und von mir aus jetzt schon. Ciao.